Hallo und herzlich willkommen bei Diversity mit Von Yumi. Hallo, hallo. Diese Map ist groß und wir haben viel, viel zu tun, viel vor. Und hier gibt es so gut wie alles zu sehen und deshalb schreiten wir mal gleich voran. Du gehst vor, ne? Ich habe keine Ahnung. Nein. Hier in der Chest ist nur ein Welcome-Buch und das muss man sich durchlesen, sonst geht die Tür nicht auf. Es sind im Prinzip nur die Rätsel. Man soll keine Blöcke zerstören und man soll fair spielen und solche Sachen. Wir tun es da wieder rein, das ist nicht allzu wichtig. Wie liest man denn ein Buch? Oh, aha. Mhm. Wie liest man ein Buch? Was soll das denn heißen? Ja, wer liest denn schon Bücher? Übrigens, hinter dir siehst du noch die farbigen Wollblöcke an der Wand, die sind sehr wichtig für diese Map. Ja, warte, ich muss noch ein Buch lesen, stör mich nicht. Du musst das Buch nicht lesen. Okay, gut. Ja, gelesen, akzeptiert, bla bla bla. Mhm, okay, ich verkaufe meine Seele, okay, bla bla bla. Wunderbar. Ah, ja. Gut. Also hier gehen wir jetzt durch und da hinten ist die Introduction, die Einführung. Und da musst du dich eigentlich nur reinstellen. Genau da rein, in diesen kleinen Eingang. Ich soll mich da jetzt alleine in diesen Gang stellen. Ja, du stellst dich jetzt da rein. Super, danke schön. Nur um zu lernen, wie die Karte funktioniert. Insert wool into chest. Du hast jetzt die weiße Wolle bekommen, nicht wahr? Ja, und ich habe sie in die Chest inserted. Genau, und jetzt guck mal da an die Wand. Und da bekommen wir jetzt die weiße Wolle für die Introduction, weil wir die erfolgreich abgeschlossen haben. Und du siehst für... Da ist sie. Oh, okay, und du siehst für jeden verschiedenen Punkt, für Adventure, Arena, Trivia, Parkour, Escape, gibt es eine andere farbige Wolle. Und die müssen wir sammeln und hier das Monument vervollständigen. Boss Battle, yeah! Genau, der Boss Battle, den machen wir vielleicht zum Schluss. Was? Ich dachte, der kommt als erstes. Was? So, jedenfalls können wir uns hier jetzt eine Farbe aussuchen, was wir zuerst machen wollen. Da könntest du dir jetzt was aussuchen, was du machen möchtest. Wir nehmen das Lila, ne? Weil Lila ist meine Lieblingsfarbe. Was ist Lila, das? Labyrinth. Oh weh. Ein Labyrinth. Ist das yeah! Okay, reines Labyrinth. Oh, werden wir alle teleportiert. Okay, wunderbar. Instructions. Was müssen wir machen? Okay, das Labyrinth. 3 Level, wir müssen die Purple Wool holen. Okay. Na denn? Das kann ja so schwer nicht sein, ne? Ich war in diesen Maislabyrinth-Dingern schon immer sehr schlecht, aber. Also wir laufen jetzt einfach durch, ne? Ja, das ist ein Labyrinth. Wir versuchen jetzt einfach hier durchzukommen und das Ende zu erreichen. Das finde ich aber schön, dass wir unsere Köpfe gerade noch so sehen können. Und vor allem, dass wir uns gleich am Anfang getrennt haben. Ich weiß nicht, wie ist das intelligent oder dumm? Ja, natürlich. Wenn einer das findet, haben wir doch beide gewonnen, oder nicht, oder? Nicht? Nein? Ich weiß nicht. Ich werde dich nicht rüber teleportieren. So viel steht schon mal fest. Ich bin schon mal in der Sackgasse gelandet. Ach so, das sagst du mir jetzt schon. Okay, cool. Ja, also ich bin gar kein Ob. Ich kann das gar nicht. Ich dachte, du sagst also, ja, jetzt haben wir das ja. Das ist absolut gar kein Problem. Muss nur einer schaffen. Zum Glück habe ich die Regeln gelesen, sonst hätte ich mich jetzt schon durchgegraben. Ich glaube, ja, das kannst du gar nicht. Wir sind im Adventure-Mode. Ach, verdammt. Probier es ruhig, das schaffst du nicht. Nein, ich will ja nicht die Regeln brechen. Man soll keine Blöcke zerstören. Warum bist du denn da hinten? Ja, warum bist du da vorne? Ja, aber... Ich weiß auch nicht. Lass mich, alle Wege führen nach Rom. Na schön. Wenn irgendwann. Rom aus lilaner Wolle besteht. Ja, immer. Aber nur dann. Ich glaube, das hier ist schon wieder... Nee, das geht ja schon wieder in die andere Richtung. Guck mal, jetzt bist du ja schon wieder hier in der Nähe. Was machst du denn hier? Ja, ich weiß auch nicht. Hoffentlich gibt es mehr als einen Weg. Irgendwie... Ja, das wäre gut. Hallo, ich bin fast da. Ich bin da. Jetzt geht's hier irgendwie wieder ganz zurück. Ja, ich werde mal hier warten, ne? Ich kann jetzt nicht einfach durchgehen. Ich muss jetzt kurz warten. Hast du die Wolle gefunden oder wie? Nee, das ist ja erst Stage 1. Es gibt ja drei Stages. Vielleicht sollten wir das nächste Mal doch zusammen losgehen und dann irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck spielen bei links und rechts. Wie bei jeder Kreuzung? Ja. Das dauert aber eine Weile. Komm mal hier lang. Hier. Ja, ach nee, echt? Das sind aber überall Sackgassen, da kann ich nicht einfach lang gehen. Nein, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ja, doch. Das siehst du so von da aus. Ja, doch. Jetzt bekommst du große Schlangenlinien. Da rechts. Das ist nur viel hin und her jetzt. So schnell kann es gehen. Siehst du, ich habe doch gesagt, das ist der richtige Weg. Ah, jetzt checke ich erst, was die hier gemacht haben. Wir laufen auf halben Blöcken. Ups. Deshalb kann man nicht drüber springen. Hier ist eine Falltür. Ja, genau. Das ist das Ende. Da springen wir jetzt einfach mal runter. Kann ja nicht so schlimm sein. Yay. Ja, ins Wasser. Checkpoint. Sehr gut, wenn wir sterben, landen wir wieder hier. Aber wir sind doch gerade durch... Ach, das ist nur ein Block Wasser. Ich dachte, oh weh. Das ist ganz dunkel. Im Dunkeln. Was sind das für Pressure Play? Ah, die machen es hell. Es ist nur da hell, wo du selber bist. Yay.
Na gut, dann geh vor. Wuhu. Jetzt haben wir gar nicht Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Ja, weil ich jetzt einfach gesagt habe, wir gehen hier gut. Das ist aber ganz schön inkonsequent. Erst gehst du links lang und dann gehst du so, rechts Schere, lang. Schere, Stein, Papier, Schere, Schnick, Papier. So. Aber da kommen wir doch... Aber Moment. Give up? Nee. Give up? Moment, was passiert, wenn man da drauf drückt? Hm? Was? Was passiert, wenn man da drauf klickt? Ich glaube, dann gibst du auf. Ja, aber im Dienste der Wissenschaft vielleicht... Ja, dann viel Spaß. Du hast doch den Laborkittel an. Also los. Ah, weh. Wie war guck das? Mal, du hier bist... ist kein Give-Up-Button. Hm, in der Tat. Wie war das? Du bist gut in Labyrinthen, hast du gesagt? Also in diesen Glaslabyrinthen bin ich immer ziemlich gut gewesen, aber da kann man ja auch durch Wände gucken. Hier sehe ich da ein kleines Problem. Hier ist übrigens noch so ein Schalter, wenn du ihn drücken möchtest. Nee, ja, vielleicht kommt dann Lava runter oder so ein Käse. Ich glaube, wir werden uns tierisch verlaufen. Das ist so ein bisschen der Sinn, ne? Ach Gott. Bei diesen Maislabyrinthen war ich immer ganz schlecht, weil da kann man ja nicht einfach gucken, wo du hingehst. Was heißt denn ein Mauslabyrinth oder was meinst Mais. Du? Mais. Maislabyrinth. Kennst du das nicht? Ach so, M-A-I. Ich dachte, du meinst M-I-C-E. Das Plural vom englischen Maus, dachte ich. Was soll das denn sein? Mais. Na Mäuselabyrinth. Keine Ahnung, durch Röhren? Es gibt ja viel Spaß. Ich weiß auch nicht. Kann man hier nicht irgendwie Kreidespuren legen oder so? Wenn du Kreide im Inventar hast, kannst du das natürlich machen. Wie dumm von mir, habe ich gar nicht dran gedacht. Kann man jemand wieder Lichter machen? Ich glaube, ich habe, ja? Oder? Ich weiß nicht. Oder? Wenn da was ist. Ja, hier klar. Ist so ein. Rein da. Oh, Checkpoint. Wunderbar. Hat doch aber geklappt. Hier ist es so dunkel. Ah, weh. Danke, dass du meine runtergehauen hast. Ah, muss doch ein kleiner. Was ist hier drin? Schubs. Hier sind Fackeln drin. Ah. Okay. Mitnehmen? Ja, aber Moment. Auf welche Seite platzieren wir die? Wenn wir sie immer links platzieren und wir sind plötzlich in einem Gang, wo sie rechts sind, wissen wir laufen rückwärts. Okay, dann platzieren wir sie immer rechts. Okay. Also das ist gut, um sich nicht zu verlaufen in Höhlen. Was ist denn jetzt los? Ein Countdown? 3, 2, 1. Oh nein, ein Lava-Labyrinth. Yay! Okay, gut. Nicht schubsen, der bitte. Der Eingang wird geschlossen. Du musst da durchgehen, echt? Das wirst du zerquetscht. Ja, damit wir nicht zurück können. Oh, gut zu wissen. Oh, scheiße. Also nicht schubsen, ne? Nee. Ich hab nichts getan. Scheiße. Ah, ich brenne. Lieber langsam. Und ich versuche den Lava zu schwimmen. Oh. Ja, das geht aber nicht. Hat dir das denn keiner beigebracht? Nein. Aber ich habe meine Fackeln noch. Ja, aber die sind ein bisschen wertlos, ne? Wo willst du denn die hier platzieren? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Wozu haben wir die überhaupt? Also. Vielleicht an jede Kreuzung, wo man langgekommen ist oder sowas. Ich bin mir jetzt auch so. Nicht... Ich krieche hier jetzt einfach durch. Ich glaube, ich fürchte, kriechen hilft dir nicht. Warum nicht, wenn ich hier so ganz vorsichtig und ganz langsam so rumgehe? Ach so, ja, aber ich meine, mit kriechen kannst du trotzdem in die Lava laufen. Ja, aber ich kann ja langsam gehen. Das ist natürlich wieder ein Pro-Tipp, ja. Pro-Tipp am Donnerstag. Jetzt muss ich das Video Donnerstag veröffentlichen, na danke. Oh no. So. Links oder rechts? Du bist rechts rumgegangen, ne? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hoffentlich kommt keine Sackgasse. Ich mache hier mal so eine Fackel hin, dass ich hier war. Scheiße Sackgasse. Ich war hier. Du kannst ja... Ja. Ah! Nein! Oh, höre ich auch irgendwann eigentlich wieder aufzubrennen, wenn ich irgendwie Wenn du zu tief in die Lava gegangen bist, nicht. Wenn du nicht nur so einen Ellbogen gestreift hast. Es hat aufgehört. Ja, kommt immer drauf an, ob du jetzt wirklich drin standest oder nicht. Ich bin ein Überlebender. Von wo ist Warte das? Mal. Von wo ist denn das? Ich bin ein Überlebender. Aha. Warte mal, ist das hier... Was ist das denn hier? Kann man hier durch? Was denn hier? Wo denn hier? Ach so, hier kann man tatsächlich durch. Ja, hier war irgendwie... Ich war mir nicht sicher wegen diesem ganzen Lavagefließe, ob man hier lang kann. Wo lang denn? Naja, hier lang. Ja, aber was ist denn da? Hier war halt so eine Lavawand und ich konnte nicht sehen, ob es da weitergeht oder ob das ein Sackgasse so. Ist. Ah ja, jetzt verstehe ich. So, ganz vorsichtig, ganz gemächlich. Boah, ich werd hier sterben. Ich werde hier nie du bist sogar schon gestorben. Ich mochte das Heckenlabyrinth aber irgendwie lieber. Ja, aber da konnte man ja betrügen, da konntest du ja immer drüber gucken und... Aber wenigstens haben wir kein Glaslabyrinth. Och. Ach so, da warst du ja gut drin. Also, ja. Ich weiß immer nicht, du sagst was und ich
verstehe es irgendwie nicht. Nie hörst du mir zu. Erst dachte ich, du warst gut in Labyrinthen, dann sagst du, du bist schlecht in Labyrinthen, dann sagst du, du warst gut in Glaslabyrinthen. Ah. Ich kann mir das nicht merken. Also nur in Labyrinthen, wo ich durch die Wand gucken kann. Donnerwetter, das ist ja kein Labyrinth. Doch, natürlich. Also wenn du durchgucken kannst und dann sind zwischendurch mal Gänge, dann weißt du ja nicht, ob du jetzt, ob du da jetzt durch kannst oder nicht, weil es ja Glas ist. Es könnte ja auch eine Glaswand sein, wo du durchgehen willst. Aber ein Glaslabyrinth, wo das Glas wirklich unsichtbar ist, ist doch viel schwerer als alles andere, oder? Ja, siehst du, weil du kannst ja permanent überall gegenrennen, deswegen klatschst du dir auch gerne mal die Nase an. Ja, aber da kannst du ja nicht gut drin sein. Doch, ich bin da sogar sehr gut. Also was kann man doch nur schlecht sein, ist doch gar nicht möglich. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich bin einfach ein Phänomen. Ich weiß ja auch nicht, warum. Scheiße, eine Sackgasse. In jeder Richtung ist eine Sackgasse, oh nein. Ich hatte eben sogar dein Namensschild gesehen, es war verflucht weit weg, das ist ziemlich groß. Mein Namensschild? Ich verreck eh gerade, also ist nicht so schlimm. Oh, ich glaube, ich sehe einen Ausgang, aber der, also oben über den Wänden. Nee, ja, du kannst ja versuchen, durch die Lava zu gehen, vielleicht haut's ja hin. Ach nee, ich habe nur den Rand des Raums gefunden. Warum brenne ich eigentlich die ganze Zeit? Okay. Ich habe was gefunden. Cool, ich nicht. Ich habe, oh nein, das ist nur ein Checkpoint, oh nein. Ja, aber Checkpoint ist doch super. Wenn ich jetzt sterbe, komme ich da wieder raus? Ich weiß nicht. Au, 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 au. Naja, ich kann es ja jetzt rausfinden. Ich fürchte nicht. Ja, Mann. Aber ich find's mal raus. Das ist so eine Kreuzung mit verschiedenen Farben. Wir müssen uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Wahrscheinlich sind das andere nur große Schlaufen. Okay, ja, ich verreck gerade. Also. Willst du nicht zu mir aufschließen irgendwie? Doch, ich versuch's gerade, aber jetzt brenne ich wieder doch nicht. Jetzt brenne ich wieder. Hä? Was ist das? Moment. Ich werde mal kurz meine Admin-Kräfte benutzen. Was? Nein, ich finde den Weg selber. Bist du sicher? Ja, ich kann das. Also, du hast nicht mehr viel Zeit. Also ich habe auf jeden Fall gerade meine Fackel wiedergefunden, die ich ganz am Anfang hingestellt hatte. Super. Slash TP von Jungs. Nein, ich finde das, ich kann das, ich kann das. Ich will ja nur mal anmerken, dass ich in meinem Browser, da bist du doch. Du bist doch voll nah dran. Ja, aber ich habe doch gerade gesagt, ich habe die Fackel wiedergefunden, die ich direkt am Anfang aufgestellt hatte. Ja, aber Moment, wir sind in der Mitte des Labyrinths. Ich bin beim blauen Pfad rausgekommen und du beim grünen, wie es scheint. Was? Das hilft mir jetzt nicht wirklich. Ich dachte, das ist ein Fortschritt, aber es ist einfach nur die Mitte. Okay. Also wir haben zwei verschiedene Schlaufen genommen irgendwie und sind jetzt beide am gleichen Punkt. Das hilft uns aber nicht. Also ich gehe gerade wieder in diese Richtung, in die du gegangen bist. Woher weißt du das? Naja, du bist beim Eingang bist du rechts abgebogen und ich bin links abgebogen. Und da hatte ich ja eine Fackel abgestellt. Ach so. Ja, und die Fackel habe ich gerade wiedergefunden. Aber ob dir das hilft, ich weiß ja nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, dann finde ich dich schon irgendwann. Ach, Kacke. Ach, Sackgasse. Labyrinth ist eine ganz schlechte Idee. Wer hat sich sowas ausgedacht in Minecraft? Ach, weiß ich auch nicht. Vor allem, wer hat das denn ausgesucht? Also wirklich. Das war bestimmt so der erste Prototyp von Minecraft. Das erste, was gebaut wurde, ein Labyrinth. Wollen wir wetten? Super. Das ist bestimmt so. Ja, scheiße, jetzt bin ich wieder im Kreis gelaufen. Also ich brenne echt regelmäßig. Ich mache überhaupt nichts anderes, als hier brennend rumzulaufen. Aber ich überlebe es auch irgendwie immer. Also wenn du zu der Mitte kommst, mit den vier farbigen Pressure Plates, dann geh einfach mal den gelben Gang. Die anderen drei waren für mich. Ja, ich komme dann gleich nach. Okay. Ich komme dann gleich nach. Aber ich habe einmal die Wand gesehen. Also ich bin einmal so weit in die Lava, dass ich die Wand gesehen habe. Ja, manchmal, so eine ganz lange Gänge sind manchmal da. Aber wenn man schnell genug ist, auf der Lava rauszukommen, ist es eigentlich nicht so schlimm. Wir sind wir sind ja auf Peaceful. Eigentlich kannst du davon gar nicht sterben. Das erzähl mal mir, die gerade zweimal gestorben ist. Ja, das erzähl ich dir. Ich versuch ja. Ist das furchtbar. So. Au. Und dann das irgendwie. Ist doch alles scheiße. Au. Und dann irgendwie hier. Bestimmt gibt's einen übertrieben intelligenten Trick, um sich mit den Fackeln zurechtzufinden. Wir sind einfach zu doof. Ja, aber ich meine, kann man mit Fackeln irgendwie, kann man nicht in die Lava stecken, man kann auch nicht irgendwie. Nee, Kreuzung markieren, ich weiß nicht, vielleicht hilft das irgendwie. Okay, dann markiere ich jetzt meinen Weg. So, ich stelle immer da eine Fackel hin, wo ich abgebogen bin. Genau. Leider finde ich jetzt den Weg zurück nicht mehr, deswegen fällt das schon mal flach. such dir einfach einen neuen Weg, du brauchst den Weg zurück nicht finden. Okay.
So, hier geht's eh nur in eine Richtung, also muss ich hier auch keine Fackel hinstellen. Aua, 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 heiß, au. Ich sag dir eins, du stehst plötzlich vorm Ziel und bist gar nicht in der Mitte angekommen. Und ich irre hier immer noch rum. Es wird passieren. Das wäre lustig. Scheiße, ich glaube, hier war ich schon mal. Ach ja, ganz schön warm hier drin. Genau diese Lava kenne ich hier. Ach so, alles genau klar. Dieses eine Stück Lava, das war mir schon die ganze Zeit verdächtig. Da, ich verwirre mich. Ich sterbe. Schon wieder. Ich finde ja sehr traurig, dass es hier ein Dach gibt. Man kann nicht mal, wenn man es geschafft hat, mal hochfliegen, um zu gucken, um zu zeigen, wie groß es ist. Oh. So ein schönes Let's Show einbauen. Ah, schon wieder in die Lava. Das gibt's doch nicht, dass ich da permanent reinhüpfe. Bei jeder Kurve. Ein Let's Show, wie bei deinem Pip-Boy. Ja, das war eigentlich nicht so richtig in Let's Show. Eigentlich nennt man das, glaube ich, Tutorial. Oh, ich bin gleich tot. Na gut, dann halt ein Tutorial. Aber müsstest du für ein Tutorial nicht irgendwie, ich weiß auch nicht, in Echtzeit, Live-Kommentar und so? Was, aber das dauert doch ewig. Wenn ich was erklären will, muss ich dann doch nicht jeden einzelnen kleinen Schritt zeigen. Hast du nicht gesagt, das hat irgendwie nur 4 Stunden gedauert? Nur 4 Stunden, sagt er. Ja, wieso, das ist ein halber Arbeitstag, das ist also... Oder ich finde, das ist ganz schön viel, um so ein kleines Ding anzumalen. Ja. Ach, verdammt, warum lande ich immer in der Lava? Wo bist du eigentlich? Ich sehe nicht mal deinen Namen. Ich weiß nicht. Ich sehe ihn. Ich sehe deinen, der ist... Ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt sagen? 100 Pixel? Also ziemlich weit weg. Ziemlich weit weg. Wo bin ich denn eigentlich? Ziemlich weit weg. Wow. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie soll ich ihn das schätzen? Aber jetzt sind wir ziemlich nah. Guck mal, ich bin genau neben dir. Ich glaube, du bist einfach auf der anderen Seite. Deswegen hörst du auch gerade, wie ich sterbe, glaube ich. Jupp. Yay. Na, großartig. Ich glaube, ich komme gerade gar nicht vorwärts. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ha! Hier ist eine Leiter. Ich glaube, ich bin am Ende. Oh, ich habe was gefunden. Ein Schalter. Oh! Return to Hub. Oh nein. Also ich habe diese Mitte jetzt, glaube ich, gefunden mit diesen Wollblöcken unter Stein. Ich bin gerade eine Leiter hochgelaufen und jetzt stehe ich oben auf dem Labyrinth und muss über die Wände laufen zur anderen Seite. Ja, hallo, hilf mir mal. Ohne in die Lava zu fallen. Ja, aber ich kann dir von hier nicht wirklich helfen. Du kannst mir sagen, wo ich lang gehen muss, wenn du alles siehst. Ach nee, du siehst gar nicht so viel dann wahrscheinlich, ne? Übrigens, so groß ist das gar nicht. Das ist ziemlich unterwältigend. Welchen Weg soll ich denn eigentlich nehmen? Den grünen, den blauen, den gelben? Also ich bin jetzt mit dem gelben ans Ziel gekommen. Okay, dann gehe ich da auch lang. Dann kann das ja so falsch nicht sein. Aber nach sehr langer Zeit. Wenn der Pessi das macht, kann das ja so falsch nicht sein. Warte mal, bleib mal stehen. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, hilf mir. Ach Mann, ich kann dir nicht helfen. Ja, das sagen sie alle. Ja, aber guck mal, der Ausgang ist genau auf der anderen Ecke. Du bist... Welche andere du bist, Ecke? Also, guck mal. Guck mal, ja. Von dir aus gesehen bist du jetzt rechts fast in der Ecke des Raumes. Ja, hier ist auch eine Sackgasse. Und der Ausgang ist ganz links. Dann sollte ich vielleicht doch einen anderen Weg nehmen, ne? Also der ist genau auf der anderen Seite. Okay, dann gehe ich jetzt einfach hier lang. Und rein wieder in die Lava. Mensch, mach die Augen auf. Die sind offen, deswegen brennt das auch so. Okay. Also links, ja? Okay, dann halte ich mich jetzt immer in diese Richtung. Ist das schlimm, wenn ich hier reinspringe, dann gehe ich unter in der Lava, dann bin ich sofort tot. Keine zweite Chance. Ja, ich glaube, das ist ziemlich schlimm, wenn du das machst. Ha! Ich habe die Leiter gefunden! Ja, wirklich? Komm! Yay! Denn da muss ich dir ja gar nicht teleportieren, um dir das Ende zu zeigen. Ich bin am Ende. Hier ist aber, also... Oh! Genau, und jetzt musst du da oben rüber klettern, springen. Ich könnte versuchen zu springen. Wehe, du versagst. Hui. Ich habe es beim ersten Mal geschafft, das erwarte ich jetzt auch. Wo muss ich denn hin? Na, zu dem großen Durchgang. Ah. Boah. Hui. Aber das ist ein schöner Ort hier, der wird dir gefallen. Ich finde das mit der Lava hier auch schon ziemlich hübsch. Aber es ist viel kleiner, als ich gedacht hatte. Ich dachte, das ist so riesig. Oh. Du bist bestimmt die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Hüpf. Hüpf. Ja, ganz schön der Nervenkitzel hier rüber zu springen. So, ja, aber du könntest bestimmt auch laufen, ohne zu springen. Ja, aber das ist dann ja, wie lange dauert das denn? Guck mal, ja, schon bin ich da. Und guck mal hier, das Ende der lilanen Wolle. Yay! Knopf drück. Ah, natürlich, ich hab die lilane Wolle. Nimm mal da. Oder ist egal. Keine Ahnung, pack sie da rein. Wo bist du? Hier, direkt vor dir. Ich seh dich gar nicht. Hä, was? Bei mir bist du überhaupt nicht. Egal, ich pack die jetzt rein. Egal, pack die da jetzt rein, so.
Und wo ist sie? Labyrinth, da ist es. Da erscheint sie gleich. Ah, hier. Ja, ich sehe dich irgendwie echt nicht. Wo bist Ah! Ich stehe auf der Chest. Bei mir ist da So. nichts. Au! So, siehst du? Wo bist du? Komm her, du! Ich stehe direkt vor dir, du schlägst durch mich durch, ich bin ein Geist. Ah. Das war die erste Das Wolle. ist wirklich sehr schräg. Labyrinthian. Sie jetzt versucht sie immer noch mich zu suchen. Nein. Ja, wo bist du?